Guten Morgen! Nachdem ich gestern ein wenig von einer schöneren Welt philosophiert habe und euch an meinen Gedanken des Projekts von einem Aufbau einer Begegnungsstätte habe teilhaben lassen, holt uns heute wieder die knallharte Realität ein und damit verbunden der Gedanke, bei unserem Konsum ganz genau hinzuschauen, welche Firmen wir wirklich unterstützen wollen und welche nicht. Warum wir wirklich qualitativ hochwertig und bewusst einkaufen sollten. Und das gilt nicht nur für euch, sondern das gilt auch für mich. Ich erinnere mich nur an das Sauerkraut vor kurzem. Naja. Und bei wenig Geld lieber auch mal verzichten, als seinen Körper quasi zu verunreinigen und derart schlimme Firmen wie Monsanto zu unterstützen. Aber kommen wir da direkt zum Thema. Also, die WHO hat das weit verbreitete Pflanzengift Glyphosat aus dem Hause Monsanto auf die Liste der krebserregenden Stoffe gesetzt. Daraufhin haben verständlicherweise viele Händler Gemüse und Obst, das mit diesem Pflanzengift behandelt wurde, sofort aus ihrem Sortiment rausgenommen. Was aber nun in einer argentinischen Studie, den Link findet ihr wie immer unten, zutage getreten ist, erschüttert seit 4 Tagen ganz Argentinien, Südamerika und nun auch die ganze Welt. Das Pflanzengift Glyphosat ist auch in sehr vielen Baumwollprodukten nachgewiesen worden. Gut, und wer jetzt denkt, so, okay, ich esse ja meinen Pullover nicht. Der soll mal an all das medizinische Verbandsmaterial wie Mullbinden, Baumwolltupfer, Wundverbände und so weiter denken, was beim Zahnarzt, beim Blutziehen und so weiter eingesetzt wird. Und vor allem an die Frauen gerichtet. Es wurden in 85% aller Tampons dieses Pflanzengift nachgewiesen. Die Forscher in der Studie weisen explizit darauf hin, dass die Kontamination mit diesem krebserregenden Stoff bei Hygieneartikeln, die ständig in Kontakt mit offenen Wunden oder Schleimhäuten stehen, so wie es bei den Tampons zum Beispiel der Fall ist, zu einer vermehrten Aufnahme der krebserregenden Stoffe aus dem Tampon in den Körper kommt. Ich finde das schockierend und ehrlich gesagt, ich habe eigentlich keine Lust alle paar Tage euch solche News mitzuteilen. Aber ein bewusstes Leben heißt auch die Augen nicht zu verschließen. Macht euch jetzt deswegen nicht verrückt, sondern versucht ruhig zu bleiben und schaut euch nach Alternativen um. Es gibt viele Beiträge auch hier bei YouTube bezüglich dieser Menstruationstasse und anderen Optionen und ich denke, da hat man genügend Auswahl. Aber entscheidend für alle und nicht nur für die Frauen, die es natürlich jetzt besonders betrifft, ist, dass wir wirklich unsere Bewusstheit ausweiten. Jeden Euro, den wir ausgeben, sollten wir versuchen, bewusst auszugeben. Und auch andere darüber informieren und sein eigenes Bewusstsein teilen. Carl Sundance hatte mal ein interessantes Video gemacht mit dem Titel Wir sind Monsanto. Und die Aussage unterstütze ich zu 100%. Wir, die Konsumenten, bestimmen, was angeboten wird. Niemand anders, nur wir, die Konsumenten. Und wenn wir als die Menschen, die etwas bewusster leben und sich solchen unangenehmen Neuigkeiten stellen, diese verarbeiten und an andere weitergeben, dann ändert sich was. Ich kaufe auch noch viel zu unbewusst ein und ich halte mich schon für einen bewussten Menschen. Und Bewusstheit ist ja quasi mein oberstes Ziel im Leben. Wie kaufen dann Menschen ein, die sich nicht so viel Zeit dafür nehmen, für ein bewusstes Leben und die es auch nicht als Ziel definiert haben? Aufklärung Leute, lasst uns genau wie mit der veganen Ernährung ruhig, besonnen und tolerant die Menschen informieren, was sie unterstützen, wenn sie gewisse Produkte kaufen. Wenn diese sich dann trotzdem aufgrund des guten Geschmacks oder der besonderen Bedeutung für sie trotzdem dafür entscheiden, dann ist das in Ordnung. Aber es muss bewusst passieren. Ich kaufe einmal im Monat oder zweimal im Monat oder einmal alle 2 Monate eine Flasche Coca-Cola und das Unternehmen macht auch viel Scheiße auf der Welt. Aber ich bin mir dieser Tatsache bewusst und entscheide mich in dem Moment, dass meine persönliche Befriedigung mir wichtiger ist. Ich bin mir jedes Mal, wenn ich losgehe und eine Flasche Coca-Cola und dieses Unternehmen unterstütze und Coca-Cola kaufe, darüber bewusst und frage mich
immer wieder, muss das wirklich sein? Und tatsächlich habe ich schon oft dann ausgehend von diesen Gedanken darauf verzichtet. Es geht nicht darum, dass wir alle die perfekten Menschen sind. Es geht darum, dass wir bewusst handeln. Und wenn wir Informationen erhalten, diese verarbeiten und dass wir dann eben nicht einfach weghören. Und auch jetzt wieder werden sogar 20-30% der Zuschauer das Video nicht mehr schauen. Das ist jedes Mal so um die Zeit ungefähr, weil sie das Thema einfach nicht interessiert und keinen Bock auf zum Beispiel jetzt negative News haben. Das kritisiere ich. Das kritisiere ich eindeutig. Man kann durchaus sich nicht verrückt machen lassen und trotzdem die Informationen verarbeiten. Ja, denn einfach wegschauen, das war eigentlich noch nie wirklich die Lösung. Gut, weiterhin. Ich habe gestern den Reis probiert, den ich einige Tage in kaltes Wasser eingeweicht habe und hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich Rohkostreis generieren konnte. Muss ich euch sagen, ist auf der ganzen Linie gescheitert. Der Reis wurde etwas weicher, aber schmeckte schon Richtung faulig und ich habe das Experiment dann auch direkt abgebrochen, werde es auch nicht mit anderen Reis probieren. Also ich denke, Rohkostreis scheint nicht möglich zu sein. Dann noch eine kleine Vorschau auf mein Wochenendprogramm. Am Freitagabend habe ich wieder über Facebook eine Veranstaltung gefunden, wo gemeinsam vegan gekocht wird. Ich kenne da wieder nur eine, eventuell, wenn sie denn kommt, zwei Personen, die ebenfalls wie ich daran teilnehmen und weiß auch jetzt schon, ohne dass ich die Menschen kenne, dass es wieder schön wird und dass ich total viel Spaß haben werde. Bisher war ich ja nur bei Potlucks, wo eigentlich jeder was mitbringt, aber nicht selber gekocht wird. Jetzt ist es gemeinsames Kochen mit Fremden. Das ist absolutes Neuland und ich bin auch mega gespannt. Jeder, der kommt, der muss ein paar Zutaten mitbringen, das wurde vorher bestimmt. Und dann kochen wir gemeinsam ein Gericht. Das Gericht heißt Imam bei Hildi und ich soll eine Aubergine, 10 Ristentomaten und eine grüne Paprika mitbringen. Ich bin da sehr gespannt und werde euch berichten. Am Sonntag ist noch ein veganes Event, wo ich wirklich diesmal gar keinen einzigen kenne und dazu scheint es auch noch ein englischsprachiges Event zu sein. Es ist ein veganes Potluck, aber das ganze Event ist alles auf Englisch im Facebook gepostet. Ich hoffe, ich habe das alles richtig verstanden und ich als Deutscher bin da auch richtig und bringe da Nackthafersalat mit und hoffe, dass das alles so korrekt ist. Auch da werde ich euch im Laufe der Tage dann berichten, wie es mit diesem international angehauchten Potluck weitergegangen ist und oder ob ich mich da irgendwie verlesen habe und wo ich da reingeraten bin. Also in der Hoffnung, morgen nicht wieder aufgrund der Aktualität eine unangenehme Neuigkeit aufgreifen zu müssen und vielleicht wirklich mal zu eurem vielfach gewünschten Videothema, welches Pulver ich nehme und warum dazu kommen. Das wollte ich eigentlich schon die ganzen Tage immer mal wieder machen, aber es kann halt immer wieder was dazwischen. Verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Eventuell kommt heute, spätestens morgen, dann auch noch ein neues Video meines Gartentagebuchs. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.